Meine lieben Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück bei Far Cry Primal. Ich habe gerade einen schönen, langen Part. Wo ist denn die Sonne hin? Die war doch hier, die stand doch hier über unserem Hobbit-Hügel. Jetzt steht die gar nicht mehr über unserem Hobbit-Hügel. Ich habe gerade einen schönen, langen Part Uncharted 4 aufgenommen. Auf der PS4. Und habe mir danach gedacht, ja, dann kannst du doch auch direkt noch eben ein Part Far Cry aufnehmen für heute. Also für morgen. Ist auch egal. Und wir stehen hier bei unserem Hobbit-Hügel, den wir eingenommen hatten noch beim letzten Mal. Wir hatten letztes Mal wieder so ein Part, wo man nicht so wirklich Story-mäßig was schafft, sondern wo man halt, ja, weiter voranschreitet in Richtung einer nächsten Mission und währenddessen eben Lagerfeuer anzündet und Punkte einnimmt. Aber damit sind wir jetzt sehr nah an der nächsten Mission, nämlich Orki der Denker erkundet die abgelegene Höhle. Und das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur hier dem Weg folgen und dann sind wir quasi schon bei der nächsten Mission. Insofern können wir jetzt wieder eine Auftragsmission machen. Aber ich sammle unterwegs noch hier eben... Wo ist es denn? Hier. Grünblätter ein und was wir sonst noch sammeln. Da ist irgendwo eine Schlange. Ich höre sie, ich sehe sie aber nicht. Ja, da vorne. Ist egal. Ich nehme nur eben das Holz mit. Und lasse sie ansonsten in Ruhe. Rotblatt und Stock lassen wir jetzt mal da liegen. Wir folgen dem Weg, der so ein bisschen auf der Karte auch markiert ist. Und hoffen, dass wir ankommen. Was haben wir hier? Südsteinstaub. Da können wir mitnehmen. Also es gibt ja auf der Karte immer diese Wege, die angezeigt werden. Da ist dann kein richtiger Weg in dem Sinne. Sowas gibt es ja hier zu dieser Zeit auch noch gar nicht, ne? Höchstens Trampelpfade vielleicht. Aber halt so auf der Karte werden halt Wege angezeigt. Und denen folgen wir dann. Sollen wir mal wieder eine Ziege erlegen? Können wir auch ab und zu mal eine Ziege erlegen und mitnehmen. So, haben wir die mit. Ich muss mal eben hier herstellen. Das haben wir noch. Speer kann ich auch noch herstellen. So. Jetzt wird es halt auch schon dunkel, ne? Geht dann doch irgendwie schnell. Plötzlich ist alles dunkel. Südahorn und sowas nehmen wir immer mit, denn da könnte ja Seltenes bei sein. Und Seltenes brauchen wir noch. Ich kann jetzt mal eben meinen Speer entzünden. Beziehungsweise wir nehmen eine normale Keule und entzünden die, weil die sind eigentlich so am besten geeignet dafür. Die verbrauche ich am liebsten, weil ich die am wenigsten brauche. Macht Sinn, ne? So, hier noch ein bisschen Grünblatt. Ja, siehst du, seltener Südstein. Hat sich gelohnt, also hier wieder alles mitzunehmen, was wir finden. So, ist jetzt gar nicht mehr weit. Ich hoffe, dass wir die Mission auch überhaupt bei Nacht annehmen dürfen. Aber das sehen wir gleich. Uncharted war wieder super spannend. Also ich weiß, einige von euch schauen das vielleicht nicht, weil sie es noch selber spielen wollen oder so. Insofern spoilere ich nichts, aber war wieder super spannend, der Part. Richtig geil. So, was haben wir da? Das sieht aus wie so ein Nashorn oder so. Das sieht aus wie was, was wir noch nicht erlegt haben. Und deswegen jage ich da jetzt mal meinen Löwen drauf. Und den habe ich jetzt natürlich selber wieder abgeworfen. Das passiert mir irgendwie öfter. Oh shit, das Ding geht aber ran, doch. Alter, das Ding zerhackt uns, glaube ich. Shit, Mann. Der macht ja richtig. Der macht keinen langen Prozess hier. Oh Gott, da kommt noch eins. Das sind zwei. Ich glaube, ich habe mich mit den Falschen angelegt. Ich glaube, die trampeln mich jetzt komplett klein. Was habe ich mir denn da überhaupt? Womit habe ich mich denn da überhaupt... Aua, fuck, Mann. Womit habe ich mich denn da überhaupt angelegt? Ich bin tot. Sah aus wie ein Nashorn oder sowas. Aber irgendwie nicht, wie wir Nashörner kennen. So Wollnashörner. Es gab, glaube ich, mal Wollnashörner. Ich glaube, die sind ausgestorben. Vielleicht sind das Wollnashörner. Ich glaube, die sind inzwischen, leben die nicht mehr. Aber das war... Ja gut, Mammuts leben ja auch nicht mehr. Die haben halt... Die sind halt wieder übelst aggressiv, ey. Die Tiere hier in diesem Spiel. Es ist halt auch so, dann rennt der dich zwar an und dann bist du tot. Und wenn du keine Speere mehr herstellen kannst, ich konnte keine Speere mehr herstellen, dann hast du kaum eine Chance, weil Speere sind nun mal die Waffe. Und mit der Keule da dann anzufangen, da wirst du vorher so klein gehackt. Und noch dazu ist ja mein Löwe schon bei der ersten Berührung draufgegangen. Das heißt, ich war schon auf mich alleine gestellt und hatte nicht mal mehr Speere. Ich hab... Tierhäute fehlen mir dafür. Ernsthaft? Also müssen wir noch ein paar Tiere häuten. Ich brauche Materialien, um Speere herzustellen. Nochmal seltener Südstein, das ist gut. Speere sind zu wichtig. Insofern muss ich alle Tiere, sei es nur irgendeine Ziege oder Wildschwein, töten und mitnehmen, denn
Oh, jetzt muss ich nochmal 300 Meter laufen, Mann. Ich war schon fast dran, aber das ist schon wieder so ein Tier. Ich will das erlegen, Mann. Das kann doch nicht sein. Ich muss mal eben meinen Löwen wiederbeleben. Ich will jetzt so ein Ding haben. So, komm. Dann heile ich mich halt. Alter, komm, du kommst nicht mal dazu. Die Dinger sind übelst aggressiv. Boah. Krass, Mann. Mein Löwe steht halt im Wasser. Und ich sterbe schon wieder. Oder lebe ich noch? Nee, ich lebe noch. Ich glaube, die kommen nicht ins Wasser. Kann das sein? Das ist gut. Kann ich mir das mal in Ruhe anschauen. Das sind halt echt... Ja, so Wollnashörner. Aber warum kommt meine Katze nicht mit? Die könnte das Ding wenigstens mal angreifen. Das Gute ist, hier auf der Insel kann es halt nicht entkommen, weil das nicht ins Wasser geht. Haha, verarscht. Ah, ist natürlich gemein mit dem Wasser, ne? Aber ich kann auch nicht aus dem Wasser rauskommen, weil sonst, warte mal, wir können es vielleicht... Oh, das ist jetzt Trick 17. Wir legen das jetzt einfach von hier. Das kann nichts machen. Und wird jetzt richtig schön. Das ist natürlich sehr gemein, aber... Das ist Trick 17. Ich wusste es. 3 Kopfschüsse. 4 Kopfschüsse. 5 Kopfschüsse braucht das Ding. Boah, was ist das denn? Jetzt kann ich sehen. Wahrscheinlich echt sowas wie ein Wollnashorn. Ha, ich hatte recht. Und ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich glaube, die sind ausgestorben. Aber sehr schwer zu erlegen. Die sind ja wirklich sehr aggressiv. Kein Wunder, dass sie ausgestorben sind. Wer so aggressiv und unfreundlich ist, ne? Nee, ist eigentlich eine Tragödie, dass die ganzen... dass so viele Tierarten ausgestorben sind und auch immer noch aussterben. Und meistens verursacht durch den Menschen. Das ist eigentlich eine Tragödie. Aber trotzdem... finde ich cool, dass ich das wusste, dass das ein Wollmammut ist. Irgendwie. Na gut, Wollnashorn. Gut, man hat es halt auch gesehen, ne? Aber ich habe mal irgendwann, wahrscheinlich in einer Doku oder so, darüber was erfahren. Über Wollnashörner. Dass es die mal gab und dass sie inzwischen nicht mehr leben. Aber ich fand es jetzt nur blöd, dass wir jetzt... Oh Gott, da ist noch eins. Dass wir jetzt hier so weit laufen müssen. Denn wir waren ja eigentlich schon da. Alter, und in dem Moment ist der Kopf dann weg. So, das kommt jetzt halt das andere noch dazu. Das macht es jetzt nicht unbedingt leichter. Meine Katze wird halt jetzt von 2 zerfleischt. Ich hoffe einfach, dass sie hier nicht drauf kommen können. Und die können auch nicht hier drauf kommen. Aber der eine haut halt ab. Und der andere haut jetzt auch ab. Ihr seid blöd. Wisst ihr das? Ich mag euch nicht. Muss mal eben meine Katze wiederbeleben. Nee, nee. Oh Gott, ich glaube, da kommt ein Mammut. Nashorn. Siehst du, habe ich doch gewusst, dass du hier angerannt kommst. Blödes, dickes Vieh, Mann. Boah, die Katze hat ja gar keine Chance dagegen, ey. Was sind das denn für Löwen, Mann? Die werden ja komplett zerhackt von dem Ding. Uhara. Die haben gar keine Chance. Ich meine, die haben halt auch massive Hörner. Aber das ist schon krass, wie der Löwe einfach komplett von dem Ding auseinandergenommen wird. Und wir haben es. Gott, die sind mega schwer zu erlegen. Ich würde fast sagen, die sind noch krasser als die Bären, gegen die wir gekämpft haben. So, haben wir aber jetzt. Bestie erstmal wieder heilen. Genau, du kriegst ein bisschen Fleisch. Boah, was für Viecher. Was hatten wir da noch? Was ist das denn schon wieder? Einfach mal drauf schießen, bevor wir wissen, was es ist. Ich glaube, es könnte sogar ein Säbelzahntiger sein. Was? Oh Gott, jetzt habe ich 3 Tiere. Jetzt habe ich 3 Tiere, die auf mich einhacken wollen. Ein Nashorn, ein Säbelzahntiger oder sowas. Ah, der Säbelzahntiger holt das Wollnashorn. Das ist schon mal gut für uns. Und dann kann ich mir den... Oh shit, kann ich nicht. Alter, der tötet uns, der schubst uns die Klippe runter. Der Säbelzahntiger, oder was? Ich glaube, es war ein Säbelzahntiger. Der schubst uns die Klippe runter und killt uns. Was ist das denn für einer? Alter. Diese Tiere sind so krass. Und ich muss halt jetzt schon wieder so weit laufen. Okay, der Plan ist jetzt neuerdings, wir jagen jetzt nicht alles, was uns über den Weg läuft. Sondern versuchen einfach zu dieser komischen Kackmission zu kommen. Ohne drauf zu gehen.
Und ich habe halt immer gedacht, okay, ich muss mich von Mammuts fernhalten oder von Bären. Aber fast jedes Tier, was nicht irgendwie eine Ziege oder ein Wildschwein ist, ist in diesem Spiel einfach scheiße gefährlich. Ich meine, es ist aber auch realistisch irgendwie, ne? Weil damals hatte man halt wirklich nur Speere, Keulen und Bögen und alleine gegen so ein großes Tier anzukommen, war halt eigentlich relativ aussichtslos. Außer wenn du vielleicht Glück hattest. Insofern ist das schon gar nicht verkehrt, aber ich denke halt immer, boah, alles sagt mich. Die Nashörner nehme ich auseinander, die Tiger, die Mammuts, alles. So, wir versuchen jetzt nochmal dahin zu kommen. Vielleicht schaffen wir es dann diesen Part auch noch. Das wäre doch schön. Wir haben einen Ort entdeckt nebenbei, das ist auch nicht schlecht. Ich kann mal eben mir was einschmeißen, dann sind wir auch ein bisschen schneller. Ich will jetzt gar nicht wissen, was mich da schon wieder... Oh, ein Leopard oder sowas. Nee, dann bleib halt hier. Ja, ist auch egal. Lauf halt hinterher. Eigentlich können wir das ignorieren. Ah, er hat es sogar erlegt. Na gut, aber ist egal. Gehe ich jetzt nicht heute. Ich laufe jetzt einfach dahin, wo ich hin soll. Tasche für Feuerstein fast voll. Ja, ich brauche auch nicht unbedingt noch Feuerstein, aber die seltenen halt. Und deswegen nehme ich halt alles mit. Da ist ein Säbelzahntiger oder was das ist. Könnte meine Katze bitte angreifen? Dankeschön. Ich weiß halt nicht, wie viel ich da, wo ist der hin? Der ist weg. Dann gehe ich halt schnell meinen Löwen wiederbeleben. Ist der im Busch verschwunden oder was? Nee. Das war ein Säbelzahntiger oder sowas. Und ich hatte den auch, glaube ich, fast. Zumindest hat er einiges an Speeren und so gefressen, aber... an Pfeilen gefressen, aber... Nee, da ist er doch. Boah, die Dinger, ey. Und er hat mich schon wieder. Es kann doch nicht sein. Das finde ich irgendwie komisch in dem Spiel. Also, du wirst dreimal so schnell gebissen. Ich habe, sobald er mich gebissen hatte, sofort auf Heilen gedrückt. Aber ich konnte mich nicht so schnell heilen, weil der hat so schnell dreimal gebissen. Das heißt, du kannst den der eigentlich dann gar nicht so... Aus der Ferne kannst du den halt besiegen, aber die rennen ja, sobald er auf dich schießt, auf dich zu und beißen dich. Und wenn der halt nicht mal meinen Löwen angreift... Ja, ich will dir jetzt gar nicht helfen. Wenn er halt nicht mal meinen Löwen angreift, sondern, mich direkt angreift, dann hast du ja keine Chance. Ich meine, klar, die kannst du schon irgendwie besiegen, aber... Aber wir wissen zumindest jetzt, dass wir hier in dem Gebiet... Ach, guck mal, da ist auch markiert. Dass wir hier in dem Gebiet Säbelzahntiger haben. Ich vermute halt einfach, dass Säbelzahntiger so mit die stärksten Tiere waren zu der Zeit damals. Und mit die gefährlichsten Tiere. Insofern ist das schon in Ordnung, wenn wir den nicht gekillt kriegen. Alter, jetzt kommt das nächste Wildtier und greift mich an. Du kannst halt keine 2 Meter laufen, ohne dass dich irgendwas angreift. Und du kannst halt jetzt nichts machen, außer laufen und... warte mal, vielleicht können wir die mit Feuer verjagen. Können wir sogar echt, das ist gut. Oh, da habe ich nebenbei noch einen Chicken verbrannt. Vielleicht funktioniert das auch bei, Säbelzahntigern. Oh ne, der greift schon wieder an. Also muss ich mich dann immer wieder umdrehen und den mit Feuer verjagen. Aber vielleicht funktioniert das auch bei Säbelzahntigern. Dann können wir die zumindest von uns fernhalten, weil ich glaube, erlegen ist noch nicht drin. Momentan, da sind wir noch zu schwach für. Aber vielleicht zumindest verjagen. Und irgendwann können wir die dann auch zähmen und reiten wahrscheinlich auch noch oder so. Seltenes Südahorn sollte ich jetzt schon eine ganze Menge haben. Ich bin ja jetzt sehr guter Dinge, dass wir es jetzt endlich dahin schaffen, aber der Part ist halt schon wieder mega lang. Weil ich halt von so gut wie jedem Tier, was es hier in dieser Natur irgendwie gibt, schon jetzt zack wurde. Aber wir sind endlich da. Fliegen wie ein Vogel. Hilf Uki dabei, fliegen zu lernen. Okay. Winja! Kushawi Warha? Uruki Yishwara Kwati Patashta! Ooh?
Winja. Uapatash, Fupausikon. Uapatash. Erky, shall we wapatash, walla deuce deuce? Urki San Patra. San Patra. San Pupausan Patra. Tapu Budaquala. Tapu Budaquala. Urki Sakui. Urki Sakui Ha Patra Daha. To Urki Patash. To Urki Patash. Urki Sakui Ha Patra Daha. To Urki Patash. To Urki Patash. Alter, was ist das denn bitte für ein aufgedrehter Spast? Urki. Also der ist auch, der war glaube ich auch zu oft bei Tensei und hat sich das beste russische Kokain geholt, weil der ist ja komplett drauf. Also er möchte fliegen wie ein Vogel und deswegen hat er den Vogel an die Wand geschmissen. Hat er das gesehen? Der zweite Vogel ist abgehauen, aber der erste Vogel hat er richtig gegen die Wand gehämmert. Damit er eben sagt, wie man fliegen kann. Und jetzt sollen wir ihm Federn besorgen, damit er fliegen kann. Meine Güte, dann sag ihm halt, dass das nicht funktioniert. Dann müssen wir die Scheiße nicht suchen gehen. Vor allem der Typ, der wirkt so, als wäre er so... Ja, der wirkt zu modern, finde ich. Der wirkt so, als wäre er irgendwie ein schlechter Schauspieler sozusagen, der die Rolle schlecht schauspielert, ein Neandertaler Mensch hier oder was wir hier sind, zu Schauspielern. So wirkt der. Naja gut, aber wir sollen jagen und Tiere häuten, um Urki Flügel zu bauen. Alles klar. Muss ich dafür dahin gehen, wo wir die Markierung haben, oder kann ich irgendwelche Tiere jagen? Ich könnte ja auch so ein paar Säbelzahntiger erlegen, ne? Ach ne, wir bauen einen Schneevogel, einen Schildkröte, einen Raben und einen Weißfisch. Was haben wir denn hier Schönes? Achso, das sind Gegner. Die kann ich auch häuten. Menschenhaut soll ich aber nicht mitbringen, deswegen... Was ist denn ein Beißfisch? Ist das was im Wasser? Wahrscheinlich, ne? Würde ja nur Sinn machen. Da hinten ist zum Beispiel so ein Fisch. Ich weiß halt jetzt nicht, wie man die am besten erlegt. Oh, sorry. Oh, sorry. Wenn ich dran denke, schneide ich es raus. Wahrscheinlich denke ich aber nicht dran. Also irgendwo sind hier große Fische. Aber vielleicht suche ich erstmal die anderen Tiere. Ah, hier, Schildkröten. Die Schildkröte hat halt jetzt einen Speer. Ja, das ist ein bisschen weit. Aber wir haben einen Schildkrötenpanzer. So, eins von eins. Jetzt nehme ich die zweite aber auch noch mit. Denn wir wissen ja nicht, vielleicht brauchen wir nicht zwei. Kann ja sein. Also vielleicht brauchen wir die ja noch für andere Dinge. Aber Weißfisch, Rabe, Schneevogel. Kriegen wir denn solche Sachen her? Weißfisch wahrscheinlich aus dem Wasser, schon klar. Aber die anderen Sachen? Vor allem kann ich unter Wasser nicht angreifen. Das heißt, ich muss von oben irgendwie... Warte mal, gibt es nicht so einen Trank, der irgendwo uns Tiere irgendwie zeigt oder sowas? Erschwert es Tieren, dich zu entdecken? Verringert den Schaden durch Feuer? Du sprintest schneller? Warte mal, ich kann das mal eben als schnelles Heilen festlegen, dass wir mehr heilen übrigens. Entfernt alle Giftschäden. Nee, sieht nicht so aus. Ich dachte, es gäbe vielleicht einen Trank, der uns Tiere anzeigt. Aber da hinten haben wir, glaube ich, die Vögel, die wir brauchen. Schneevogel, kann das sein? Mal gucken. Wir versuchen es mal mit dem Bogen. Na gut, der ging daneben. Aber der ging auch daneben. Wieso fliegen die denn nicht weg? Irgendwie treffe ich mit meinen Pfeilen nicht. Keine Ahnung, wo die da hinfliegen, aber nicht in den Vogel jedenfalls. Ich glaube aber, das sind die Tiere, die wir brauchen. Ich muss nur irgendwo hier hochkommen. So, versuchen wir es mal hier. Vielleicht haben wir hier
bessere Chancen. Jawohl, wir haben einen. Und die fliegen aber auch nicht weg. Das juckt die gar nicht. Das juckt die halt echt nicht, ne? Na gut. Warte mal, hier ist noch einer. So, haben wir zwei. Ja, das sind sogar Schneevögel. Das ist gut. Und dann haben wir das auch. Und jetzt brauche ich noch einen Raben und Beißfisch. Der Fisch macht mir noch ein bisschen Sorge. Ich habe keine Ahnung, wie ich am besten einen Fisch erlegen kann, weil die... Du kannst ja im Wasser nicht angreifen. Warte mal, ich muss mal eben Luft holen. Da ist ein Rabe, oder? Ich glaube, die können wir dann irgendwie... Vielleicht geht es auch nur nach und nach, denn wir haben jetzt die beiden ersten, ich hab die anderen Vögel auch erst gesehen, sozusagen. Wieso kann ich da jetzt nicht hin? Jetzt hat's funktioniert. Seltenes Schilf, seltenes Südahorn. Das ist sehr gut. Oh, unsere Tasche für seltenes Südahorn ist fast schon voll. Das ist aber mal schön. Ist das ein Rabe? So, jetzt kann ich mich mal um die Raben kümmern. Nicht Krähen, sondern Raben. Da ist ein Fisch. Hab ihn. Woo, das ist gut. Das ist gut. Das ging jetzt so ganz schnell nebenbei. Ein Beißfisch. Das war jetzt gar nicht so richtig geplant, aber das ist super. Jetzt muss ich nur noch die Raben machen. Das ist halt irgendwie, die fliegen ja. Also müssen wir mal schauen, ob irgendwo einer sitzen bleibt. Vielleicht da? Das könnte einer sein. Oh, getroffen. Das könnte sogar schon sein. Ich glaube, dann haben wir alles. Ich weiß nur nicht dann, wie der damit fliegen will. Ja, Rabenfedern, wir haben alles. Also wir haben alles jetzt, aber ich glaube halt immer noch nicht daran, dass der dann fliegen kann dann gleich. Ich nehme mal eben den Tapir mit. Fuck, ich muss mich heilen. Eigentlich muss man nur in Bewegung bleiben, dann kann man auch nicht so sehr getroffen werden. Boah, die schießen mit Brandpfeilen, die blöden. Ja, das sind halt auch die Siedler, ne? Boah, du gehst mir auf den Pisser mal, Kollege. Kannst du mal sein lassen, nicht getroffen zu werden? Dann bleib halt stehen. Ey! Hallo, es reicht mal irgendwann, Fräulein. Jetzt muss ich mich heilen, weil die mich hier anzünden, ey. Gott, Kinders. Also die Siedler, die sind auch ein bisschen aggressiv, oder? So, muss ich mal eben Pfeile herstellen. Speer haben wir wieder geholt, das ist gut. So, wir haben alles, Kollege Urki. Ich finde, der ist mir zu aufgedreht. An sich mag ich so verrückte Charaktere. Die sind oft einfach auch lustig und das macht Spaß. Aber der war mir jetzt ein bisschen zu überdreht. Hat mir nicht gefallen. Aber okay. Vielleicht will der jetzt fliegen und springt von der Klippe und klatscht unten auf und ist tot. Dann müssen wir den auch nie mehr erleben. Nein, das wäre natürlich schade. Es würde mir sehr leid tun für ihn. Urki. Gorsta! Gorsta, Buddha Kuala, Gorsta! Unu Urki Patra Daha! Uha Darsh! Darsh Urki Shawi Wa Patash! Dash Urki Shawi Wa Patash! Uha Darsh! Weiß ich, besorg ihm ein komplettes, ja gut, Rabengefieder, ein komplettes Schneevogelgefieder. Und damit sorge ich ihm aber auch noch einen Kopf von einem Beißfisch. Und, was war das letzte? Ein Schildkrötenpanzer oder so. Und dann geben wir ihm aber nur zwei Federn. Hä, wofür muss ich denn dann die andere Scheiße besorgen, ey? Na gut, wir sollen jetzt runtergehen und Urki beim Sprung zu sehen. Boah, bitte, bitte habt den Humor gehabt, liebe Entwickler. Und lass den da bitte gleich einfach wie ein nasser Sack runterfallen und aufklatschen. Ich würde so lachen. Aber ich glaube irgendwie, dass sie sich das nicht getraut haben. Mal gucken. Vielleicht haben sie die Eier. Ja, Anlauf nehmen und dann... Okay.
fliegen wie ein Vogel, ist abgeschlossen. Also, sie lassen ihn runterklatschen, aber leider, leider haben sie hier genau passend einen Strohballen platziert. Oh, es scheint aber doch nicht so gut ausgegangen zu sein. Naja, gut. Also, sie haben nicht die Eier gehabt, ihn jetzt hier tatsächlich auf dem Boden aufklatschen zu lassen. Aber das Spiel ist ja auch, glaube ich, auf 16 oder so. Ich weiß nicht. Weiß ich nicht genau. Na gut, haben wir ein bisschen längeren Part gemacht. Okay, kann jetzt fliegen, ne, wie wir sehen. Das war so ein richtiger Assassinensprung schon eher, ne? Ist noch locker 20, 30 Meter. Nicht schlecht, aber er hat's überlebt. Also kann er jetzt fliegen. Ja. Sorry für das zerfleischt werden lassen von den wilden Tieren, aber... wenn ich halt an so einem Säbelzahntiger vorbeilaufe, dann kommt bei mir der Jagdinstinkt durch, dann will ich den erlegen und muss dann leider wieder feststellen, dass ich es doch noch nicht hinkriege und der mich halt wieder zerhackt. Und ich lasse mich dann auch nicht eines Besseren belehren, wenn er es zweimal macht, sondern... Naja. Aber ist ja egal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Primal und ansonsten euch noch einen schönen Tag. Ich bin raus, Walle. Bye, bye. Hier ein ähnlich gutes Spiel gelungen ist, aber das schauen wir uns zusammen an. Viel Spaß. Und wir spielen dann natürlich ein neues Spiel auf schwierig. Wir fangen hier gar nicht erst an mit leicht und mittel, sondern wir gehen direkt auf schwer. So habe ich das damals bei den anderen Arcade-Teilen nämlich auch gemacht.